Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4, dem Kaiserrennen oder mittlerweile dem, wir gucken Günther dabei zu, wie er Kaiser ist und machen unser eigenes Ding. Dennoch werden wir natürlich unser Möglichstes tun, ihn irgendwann stürzen zu können. Sollte er jemals irgendwie auch nur ansatzweise Schwäche zeigen, wird er zerfleischt werden. Und bevor ich jetzt weiter abschweife, sollte ich vielleicht mal meinen Mitspieler begrüßen. Haha, da hätten wir zum einen direkt unter mir das wunderschöne Hessen mit dem Legendary Marvin. Hallo. Sehr salbant. Und noch weiter darunter der eben bereits erwähnte kranke Mann am Alpenrand, das liebevolle Baden und so schön. Vom wunderschönen Günner. Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und ja, kaiserliche Grüße natürlich. Sehr schön, genau. Der Günther ist gerade dabei, einen aggressiven, von der internationalen Gemeinschaft nicht tolerierbaren Krieg gegen das friedliche Bayern und das friedliche Mailand zu führen. Und so Marvin und ich sind friedlich und liebenswert und machen nichts. Und finden es lustig, dass die Hussiten Böhmen um irgendwie 1000 Kilometer verfehlt haben. Und das ist, ach, genau, ja, hier, das auch. Ne, da, ja, ja, die geil. Hussitischen Heretiker in Aragon. Boah, Kastilien ist halt mal so ganz krank, knapp. Ne? Das ist halt so übel. Kastilien die sieht aus wie ein E. Noch als Buchstabe so. Ein umgedrehtes F oder so. Ja. Ja, oder Kastilien, sowas, oder, ne? Kastilien wird einfach mittlerweile in jedem Spiel, das ich spiele, komplett zerfleischt. Ich glaube, die sind viel zu schwach gemacht worden. Ob das was mit dir zu tun hat, Struppi? Wir ich weiß es nicht. Ja, wir ich arbeiten dran. Nicht. Wir werden es rausfinden. Ne? Ist okay, gut. Praktisch. Dann ja, hau ich die Pause raus, ja? Mach mal, genau. Genau. Ja. Finde natürlich sehr praktisch. Ich hoffe jetzt mal gerade darauf, dass Kastilien auch in meinem Tunesien-Spielstand zerfleischt wird. Dann habe ich nämlich etwas leichteres Spiel. Mit den Söhnen Karthagos. Hessische Flottenstärke minus 16. Dem kann ich nicht direkt widersprechen. Wen versuchst du da gerade auf deine Seite zu ziehen? Die Osmanen natürlich. Ach so, na klar. Was denn sonst? Bescheiden wie immer der Marvin. Ah, Österreich macht meine Rebellen immer platt. Das ist aber nett, Österreich. Oh Gott, der kriegt doch alles in den Arsch geschoben. So ist das manchmal. Ja, ich kann übrigens immer noch nichts Genaues zu diesem Modifikator mit der, ihr wisst das hier, ne, mit der thüringischen Grundsteuer sagen. Der ist immer noch, der Modifikator ist bei mir immer noch auf Pound 50. Welchen Modifikator meinst du? Der Grundsteuermodifikator, also die Tatsache, dass sich Thüringen hier, Moment, ich muss mal gerade pausieren, das ist mir zu viel auf einmal. Die Tatsache, dass sich Thüringen weigert, Teil meines Reiches werden zu wollen bei der Vasalisierung. Badensische Grundsteuer im Vergleich zu thüringischer. Thüringen hat 9 Grundsteuer und ich weiß nicht, ich habe, lass mal gerade hochrechnen. Okay, ich habe jetzt auch nicht so viel, aber ich habe hier 8, 15, 21, 28, 34, 36, 41, 46. Und das ist schon irgendwie komisch. Also ich meine, ich habe ja 5-mal so viel Grundsteuer wie die. Ja, aber das ist, glaube ich, noch nicht genug. Also dieser Grundsteuermodifikator ist echt böse. War, glaube ich, schon immer. Ja. Deswegen, ja, musst du wahrscheinlich deine Muskeln mal wieder spielen lassen, deine kaiserlichen Grüßemuskeln. Ja, ich glaube auch. Ja gut, das kann man ja auch berechnen. Wie war das? Verdammt, ich muss mal irgendwie nachschauen. Ich stelle mir das übrigens gerade sehr schön vor, wenn Günthers Soldaten, also die Soldaten haben ja irgendwie immer so einen schönen Schlachtruf oder sowas. Wenn sie in die Schlacht stürmen, Günners Soldaten rufen dann, während sie auf ihren Feind zustimmen, kaiserliche Grüße. Genau. Und rammen dem Feind ihr Schwert in den Hals oder so. Oh, komm, Mailand, nein, Mailand nach Graubünden, mach den Günner platt. Ja, ja, mach das ruhig. Komm, oder ruhig, mach ihn in München platt. Komm ruhig, Österreich ist jetzt auch mit dem Krieg dabei. Nee, Mailand macht dich gerade, hoffentlich. Ach so, Österreich, ja, scheiße, na gut, okay. Dann kann die freie Welt natürlich vergessen. Hier irgendwie einen Stich zu sehen. Die güntherische Unterdrückung geht weiter voran. Da fang an zu rechnen. Ach komm schon, ey. Was hast du das denn hier so schnell hergezaubert? Diese mailändischen Wichser, ey. Machen sie sehr gut, ich bin stolz auf Mailand. Go Mailand! Go Mailand, it's your birthday, you can do it, it's your birthday.
Wie schaffst du das eigentlich mit 647 auf null Moral stehenden Kavalleristen? Ach nee, okay, jetzt sieht man ihre Moral. Vergiss es. Ja, jetzt muss mir aber halt einer, ich muss dazu aber jetzt echt sagen, was mir hier einfach permanent komplett gegen mein Konzept läuft, ist die Tatsache, ich muss jetzt nochmal gerade die Geschwindigkeit runter machen, dass halt wirklich meine Verbündeten halt ständig aus meinen Armeen abhauen. Also es ist egal, was ich mache. Die hauen so halt sofort, die Mailänder kommen an und, oh ne, gehen wir mal nach Hause, ne, ist ja jetzt echt schon ein bisschen spät, ne, und sowas, ja. Also das ist schon wirklich echt behämmert. Eroberungskriegsgrund gegen Hessen, oh yes. Oh no. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ja, wahrscheinlich hat Marvin irgendeine Provinz annektiert, auf die ich nur einen Anspruch hatte, hä? Eigentlich hier noch nichts. Hast einen Anspruch auf Kassel gekriegt. Teil deines Reiches. Mhm. Ist ja nicht Frage, ob du nicht einfingieren könntest. Ja. Das gibt es ja auch noch. Und da habe ich einen diplomatischen Beleidigungskriegsgrund gegenüber Hessen. Der Typ gebärdet sich hier echt aggressiv, ne? Ja, das kann man so sagen. Ja, ich habe gerade ein Event bekommen. Achso. Dadurch habe ich einen Anspruch gegen dich bekommen. Also ein aggressiver das wüsste ich, wenn ich dich beleidigt hätte. nee, keine Sorge. So alt bist du dann auch noch nicht. Was wollte ich machen? Ah ja, hier. Ja, Mailand hat halt auch einen fiesen General mit 4-2-1. Ist der auch ganz gut? Musst du den Thüringer anschauen. 4-5-1-1. Oh. Das muss ich mir gleich schon mal anlegen. Deswegen wollen sie nicht dein Typ werden. Ein Vasall werden. Ich hole dir einen General für sich behalten. Boah, ey, das kann halt nicht wahr sein. Die komplette Armee meiner Verbündeten steht halt gerade in Mailand, in der Hauptstadt, und macht halt komplett nix. Sie schließt sich mir noch nicht mal an. Es ist einfach so eine unglaubliche Frechheit von diesem Spiel. Das ich schaue euch mal Burgund an, falls ihr es findet. Ja, Savoyen hat halt ganz viel annektiert. Ich habe nur 25 aggressive Expansionen gegen sie. Aggressive Expansion ist aber schön knapp. Lothringen hat 52, also hier Koalition los. Ich bin aus dem Reich ausgestiegen, da ist das nicht so problematisch. Burgund tritt Barrois und Franche-Comté an Savoyen ab. Burgund entlässt Picardie, Luxemburg und Nevers in die Unabhängigkeit. Naja, nicht mal mehr Personal, denn die haben echt nur die eine Provinz. Bye, bye. Das kann man und so wisst sagen, ihr, was jetzt kommt? Jetzt kommt das Airbnb. Ja, genau. Das wäre doch so der Hammer. Das wäre böse. Warte, im Prinzip. Ha. Warum läuft Brandenburg eigentlich in Pommern rum? Pommern und Friesland. Mecklenburg. Aha, haben wir es wieder. Mann. Unglaublich, alle erklären Kriege. Bin ich eigentlich der Einzige, der halbwegs friedlich spielt? Warum ist Mecklenburg dann wieder bei mir nicht... Warum kriege ich das nicht mehr mit, wenn Mecklenburg irgendwo... Mensch, Mami! Das ist echt merkwürdig. Das muss ich nachher mal wieder einstellen, wenn der Krieg hier rum ist. Sollte Secret sein. Ich überlege halt gerade zwischen... Entschuldigung. Endlich. So, eine große Armee. Hast du etwas gesagt, dass du nicht im Push-to-Talk sagen wolltest? Exakt, ich habe gerade mit meinen Zuschauern geredet. Dabei Push-to-Talk versehentlich angehabt. Schäme dich. Ich rede halt nicht gern mit euch, ne? Deswegen, aber meine Zuschauer, die verstehen mich. Nö. Nee. Das glaube ich auch manchmal, ja. Ich war bei deinen Streams dabei. Nö. Oh, das hat gesessen. Das war ein bisschen böse, Marvin. Oh, armer Struppi. Du kannst mir eine Provinz geben, damit es besser. Ich hab dir schon eine Provinz gegeben. Ja, ich habe dir sogar den Namen gelassen. Ja. Ist das nicht ein tolles Zeichen unserer tiefen Verbundenheit? Verdammt, ich sollte das ändern. Nee, das wolltest du nicht. Du hast mir versprochen, es zu lassen.
So, ja, dann, ne? Tja, also dieser Weihnachten. Grundsteuermodifikator, ich verstehe ihn nicht. Wow. Ich verstehe ihn wirklich nicht. Was kann ich gegen diesen? Wie viel Grundsteuer brauche ich, damit der Modifikator weg ist? Marvin, du bist doch so ein cleverer Bursche. Du Ich habe davor sogar hast die den Formel Quellcode ja gepostet. auswendig im Hirn. Kannst du mir das mal rausfinden? Ich habe die Formel vorgepostet. Echt mal. Hast Moment, du auch das ist nicht ja auf, nicht. ne? Ich Du musst nur auf brauche. Chat gehen, dann siehst du sie. Was, wo, was, wo? Auf Chat. Unten links auf Chat oder auf Tab von mir aus. Steht der Legendary Marvin. 60 Mal Grundsteuer plus Produktion. So musst du halt deine gesamte Grundsteuer und Produktionswerte zusammenzählen, was natürlich ein bisschen aufwendig ist. Ja, okay, das rechne ich alles zusammen. Du Und kannst natürlich dann. auch genial mathematisch werden und rückwärts rechnen, indem du sagst, Thüringen hat 4 und 4 ist 8 zum Quadrat ist 64 minus 90. 64 minus 90 ist minus 36. Jetzt kannst du überlegen, was ist der Modifikator? Moment. Steuer und Produktion zum Quadrat minus 90, irgendwie steht hier. Ja, was ist der Modifikator, den du gegenüber Thüringen hast für die Wasserlisierung? 53. 53? Ja. X geteilt durch minus 34 ist minus 53. Jetzt Oh, der ist so gut. kannst du nachrechnen. Also was ist 43 jetzt? Was muss ich 43 Grundsteuer und Produktion erreichen, oder was? Nee, du musst X erreichen für 0. Ja. Und X geteilt durch minus, was war ich gesagt, 36? Nee, 26 ist 43. Und das ist dann X. Und wie hoch ist das jetzt bei mir? Ich will, dass du mir das ausrechnest. Ach so, ja dann. 43 mal 64. Denk drüber nach. What? Klingt irgendwie nicht 46, nicht 46, Schwachsinn. 26. Ist immer eine ganze Menge ist. Ja. Kann das sein? Das ist ja mal krasser Scheiß, ey. Ich glaube, es kommt hin. Das ist irgendwie viel zu hoch. Ne? Das kann eigentlich nicht sein, oder? 26 mal 43 ist eine ganze Menge. Ja. Die hast du nämlich echt nicht. Mal schauen, wie viel hast du denn? 18, 23, 30, 40, 47, 50, 56, 63, 77, 81, 86, 92, 99, 104. Na gut, es kommt aber hin, weil du musst. Achso, Entschuldigung, du musst 26 mal 43 geteilt durch 60. Ich habe die 60 vergessen erreichen. Dann kommt's hin. Moment, ich rechne das jetzt nochmal gerade nach. Also 46 mal. Ne, das stimmt aber auch nicht. Ich bin irgendwo falsch. Was habe ich gerade für eine Zahl gesagt? 108 oder sowas, gell? Irgendwas Hohes. Warte mal, ich rechne das jetzt gleich mal. Das ist hier wie bei Loriot, ey. Das ist der Wahnsinn. Genau, du Und hast ich krieg schon 60. wieder einen Fünfer Fernkampf. Das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg nur Fernkampfgeneräle. Genau, das geteilt durch. Teilt durch 64 minus 90 oder was? Ja, aber das wäre 8 mal minus 1864. 249, das kann nicht sein. Gerade 62 gesagt. Wir rechnen das in der nächsten Spielpause. Wir berechnen das in der nächsten Spielunterbrechung. Wahrscheinlich Ansonsten ist die machen wir Formel extra eine für einfach mich. falsch. Weil das kann ja irgendwie nicht hinkommen. Das ist ja Käse. Oha. Also jetzt erstmal hier kurz mal ein bisschen einen Gang runterschalten mal gerade. Und dann wollen wir mal hier schauen, was der Strupperrichter so finanziert hat. Und Fabrizio Nicht, Pommern nicht, tritt nicht. Stralsund und Mecklenburg ab. Pommern wird An. gezogen sein. So, dann machen wir erstmal hier. Unrechtmäßiges Land zurückfordern. Ich hasse dich so sehr. So. Ja, das müssen wir ja machen. Das gehört ja dazu. Ach. Nö.
Oh, ich habe noch einen Kriegsgrund gegen Mecklenburg. Das wird ja immer besser. Oh, Bayern hat Tirol besetzt. Jetzt geht's hier zurück. Die wehren sich. Ja. Ui. Naja, wir gucken mal. So. Dann haben wir hier. Diese Armee. Die wird am 15. September kämpfen. So, dann gucken wir mal, ob das nicht vielleicht nochmal ein Gefecht wert ist. So. Sieht ja so aus, als würde es gar nicht mal so schlecht laufen, auch wenn deine KI-Verbündeten etwas dumm sind. Ja. Würde ja eigentlich mal ganz gerne nur irgendwo eine Reichsstadt deklarieren, aber das ist irgendwie so. Ne? Mach mich zur Reichsstadt. Ja, ja. Fun Fact: durch den Unabhängigkeitskrieg von Braunschweig und Köln zählen sie als neuer Vasalle und ich kann sie erst 10 Jahre nach dem Ende des Unabhängigkeitskriegs annektieren. Sehr gut. Übrigens auch bei Dänemark so. Ah, wir kommen nicht mehr an ohne. Doch, wir kommen noch. Ha, gewiped, wie krass, ey. Ich finde ja auch sehr interessant, dass Moskau, wenn ihr euch das mal anguckt, ich glaube, die haben noch keinen einzigen Krieg gegen Novgorod geführt. Ja, das ist echt merkwürdig, ne? Ja, fand ich auch irgendwie ganz komisch. Aber dafür haben sie sich gegen Kasan und die Goldene Horde ziemlich stark durchgeboxt. Also irgendwie. Sieht das ganz interessant aus da im Osten. Aber sie hassen Novgorod. Yay! Wenigstens das. Aber gut, die Novgorod wird aber von Estland beschützt, von daher ist es jetzt nicht so überraschend. What? Oh, und Schottland natürlich, darf man nicht vergessen. Das mächtige Schottland. Ist gerade im Krieg mit Norwegen und dem Livonischen Orden ist. So. Dann können wir wieder mit der Geschwindigkeit einen Ticken hochgehen. Ach ja, ich bin so gut. Endlich. So, ich mache jetzt meinen Frieden mit Bayern. Dazu muss ich aber nochmal pausieren. Will ich noch das? Oh, das wird fies, ne? Das lassen wir mal weg. Ja, doch, ich finde das eigentlich ganz okay. So und so. Vielleicht lassen wir das aber noch weg. Oder nehmen wir das noch mit? Ach, das nehmen wir auch noch mit. Komm, hier, das ist doch super. Das machen wir auch noch. So. So, dann sage ich bei Österreich nochmal vielen Dank dafür. Das war doch hervorragend. Wir haben Machtprojektionen bekommen ohne Ende. Okay. Ja, dann machen wir mal hier noch Dingens. So, dann müssen wir irgendwann noch gegen Gelder einen Krieg führen, wenn ich das richtig sehe. Oh, jetzt hört er mal auf, bei mir alle durch die Städte, durch meine Armee zu laufen. Das ist doch kacke, Mädels. Ja. Also Marvin, wenn du Braunschweig entlässt, könnte es eine Koalition gegen mich formen. Ich würde drüber nachdenken. Gut zu wissen. Ich check gerade einen Regentschaftsrat.
So, jetzt sieht es doch wieder ganz passabel aus. Jetzt muss ich irgendwie noch Machtprojektion bekommen. Das bekomme ich dadurch, wenn ich Provinzen im Reich hinzufüge, oder? Ne? Hast einen schönen. Dafür bekommst du keine Machtprojektion, glaubst mir, genau. Ja. Kriegst du nicht mehr. Ich meine, ich mache Projektion. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ne? Ja, ja, kriegst du einen pro Provinz. Ich finde ja deinen Namen. Einen pro Provinz? Ja, wow, okay. Na, das ist natürlich ein Ding. Ist nicht mal abhängig von der Entwicklung, lustigerweise. Oh. Alles andere ist abhängig von der Entwicklung, aber nicht das. Ja, nee. Also, was halt, wofür man sich jetzt aufsparen sollte, ist ja tatsächlich eher so Erbkaisertum und so, also spätere Sachen oder Landfriede, wo du halt kaum Macht durch andere Sachen sammeln kannst, da dann halt einfach alles, die letzten Reformen durchpauken, indem du ganz viele Provinzen hinzufügst. Ja. Andererseits frage ich mich gerade, welche Provinzen du hinzufügen möchtest, da du doch keine Nicht-Reichsprovinzen hältst. Ja, das kann ja eigentlich nur Italien sein dann, ne? Wo man dann hin expandiert, jetzt in meinem Falle. Ne? Ach so, stimmt. Oh, ich fällt gerade auf. Graubünden und Waldstätten gehören ja gar nicht, wusste ich gar nicht. Okay. Doch, doch, die, oder? Nee, ja, ich muss sie erst koren. Ja, ja, die sind raus, genau. Weil Mailand raus ist, ne? Ach, stimmt, die haben ja die Schweiz, ihr habt ja die Schweiz schon aufgeteilt, da war ja was. Ja, ja. Das hatte ich vergessen. Ja. Es gibt Bosnien und Serbien und Ragusa. Ach, wie krass, sind auch ey, nicht mehr ich hab bin hingegangen und hab Mailand dazu gezwungen, sein Bündnis mit Frankreich zu lösen. Jetzt sind sie verbündet, Achtung, mit Burgund, Bayern, Pfalz, Kirchenstaat und Lucca. Krass. Oh ja, Burgund wird sich aus dem großen Dreck ziehen. Ja, ne, das ist total. So mies. Das ist so mies, Burgund mit einer Provinz. Ich habe nur einen Kriegsgrund gegen Burgund, ne. Kannst dir die 25 Entwicklung Bourgogne holen. Ja, ja. Ja, dann habe ich vielleicht endlich mal mehr Grundsteuer, ne? So eine große Grundsteuer hast du so viel entwickelt hast in deinem ganzen Reich nicht. Ja. Ich auch nicht. Struppi hat auch noch nicht Lübeck oder Hamburg oder sowas erobert. Die werden ja Kandidaten für sowas. Ja, sind ja Reichsstädte, ne? Wer ist nochmal dafür verantwortlich? Gibt's hier eigentlich im Ledger irgendwas, wo ich mir Steuer und Produktion vollständig in voller Gänze darstellen lassen kann? Nee. Nö. Okay, so, dann rechne ich jetzt nochmal gerade. Ich habe jetzt nochmal mehr Grundsteuer bekommen. So, 53 hier. Dann Produktion. Und 61 Produktion. So, jetzt muss ich mal gerade Marvins tolle Formel berücksichtigen, die da wäre. Upsala. Also ich rechne quasi Grundsteuer und Produktion zusammen. Plus 61. Und jetzt das Ganze hoch 2 und dann minus 90. Geschwindigkeit? Warte, Moment. Ich frage. Also deine Entwicklung und Produktion mal 60. Ah, zusammen und jetzt mal 60? Also nichts mit hoch 2 oder sonst irgendwas? Nein, das ist die von Thüringen. Ja, meine rechne ich jetzt gerade. Ne? Meine beiden habe ich zusammen gerechnet. Ich weiß nicht, was ich mich verrechnet habe. Sag mal an, Junge. Ich habe die minus 90 falsch abgezogen. Punkt vor Strich und so ein Schmarrn. Und du studierst du Informatik? Naja, dann hoffen wir mal, dass du keine Outlet baust oder so. Bei uns machen die Programme das automatisch, ich muss das nicht wissen. Das heißt, du machst 60 mal 108, weil 108 ist deine Produktion und deine Grundsteuer zusammengezählt, geteilt durch 8 zum Quadrat ist 64, das ist dann 101 minus 90. Das heißt, beispielsweise müsstest du einen Faktor von von 11 haben. Nach meiner Rechnung. Plus, wohlgemerkt, nicht minus. Ich habe einen Faktor von minus 50. Tja, was sagt uns das? Die Formel ist falsch. Ja, so sehe ich das jetzt auch. So sehe ich das jetzt GG. Auch. Ist auch von 1.11. Wer weiß, was sich da bis dahin schon alles geändert hat. Oh, Hessen hat umkämpfte Nachfolge. Ja, der arme Tropf. Dem geht's nicht so gut. Aber der ist auch erst 15. Der ist noch in seinen guten Jahren.
nicht so. Ah, du wolltest, dass wir schneller machen, gell, ne? So, warte. Ja, bitte. Also wir sind gerade bei 22 Minuten. Was war nochmal unsere, 25 war, glaube ich, unsere Marke, ne? So in etwa, dann sollten wir jetzt okay. Einen ziemlich genauen Schnitt machen, oder? Also wenn wir jetzt gerade dabei sind, könnte man theoretisch mal einen Schnitt machen, wa? Ja, das können wir dann tun, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und kaiserliche Grüße. Servus. Tschüss.